Jo Leute, was geht? Zu einem weiteren Video von mir und ja Leute, ich habe heute mal ein neues Format auf meinem Kanal vor, nämlich drei Dinge, also drei Tipps und Tricks in GTA 5, die du noch nicht wusstest. Also die wusstest du wirklich noch nicht, also die meisten von euch müssten die noch nicht gewusst haben. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Kennt ihr das lästige, wenn ihr in einer Online-Sitzung seid und ihr wollt gerne private Sitzungen erstellen und dann müsst ihr erst in den Story-Modus? Ganz einfach, das Problem könnt ihr ganz einfach beheben. Ihr geht einfach auf Online und geht dann auf Editor. So, das dauert jetzt nicht mal 15 Sekunden, dann seid ihr im Editor drin. So. Oder vielleicht dauert es 15 Sekunden, schreibt es mal in die Kommentare. So, wenn ihr dann im Editor drin seid, drückt ihr einfach auf Option und geht auf Online und geht auf Online spielen. Und ja, zum Beispiel eine geschlossene Sitzung oder nur mit Einladung. Und ja, fertig, dann wird eine Sitzung mit Einladung erstellt. Ja, das war mein erster Tipp von 3. Also, falls er euch gefallen hat, falls ihr ihn noch nicht kanntet, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich das wüsste, ob ihr den schon kanntet oder nicht. Wir sehen uns beim zweiten Trick wieder. So, da sind wir auch beim zweiten Tipp von 3. Und ja, kennt ihr das, wenn ihr in der Wildnis seid und ihr müsstet jetzt erstmal einen weiten Weg zurücklegen? Na gut, weit nicht, aber ihr müsstet jetzt erstmal ganz weit laufen. Kenne ich einen ganz einfachen Trick für euch. Den müsst ihr aber ausführen, das dauert ein bisschen, so eine halbe Stunde, dann habt ihr den für immer, außer ihr macht ihn zu Ende. Ihr müsst einfach den ersten Heist starten und die erste Vorbereitung spielen. Ihr könnt natürlich auch den letzten Heist starten, aber ich würde den ersten starten, weil der am wenigsten kostet zum Starten. Der kostet nur 40.000. Ja, ist auch was, aber ja, startet ihr den und bekommt dann immer in einer Sitzung eine Einladung von Lester Raubüberfall fortsetzen. Die könnt ihr ja nicht löschen, steht da oben. Diese Einladung kann nicht gelöscht werden. So, das ist auch nicht schlimm. Wir sind jetzt hier in der Wildnis und ich möchte in die Stadt. Dann drückt ihr einfach auf die Einladung und ja, dann lädt es kurz. Und dann seht ihr, dass die Kamera jetzt zu eurem Apartment fliegt. Bei mir ist es der Eclipse Tower. Jetzt werde ich im Eclipse Tower gespawnt, an der Tafel für den Raubüberfall. Wenn ihr an der Tafel gespawnt werdet, müsst ihr einfach nur Kreis drücken und mehr nicht. Dieses Ladevorgang da unten verschwindet nach einer Zeit, aber da ihr kommt in keine Mission rein oder so. Jetzt könnt ihr wieder einfach in eure Garage gehen und mit irgendeinem Auto einfach losfahren, ohne dass ihr aus der Sitzung fliegt und alles. Und das ist echt ein geiler Trick. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Tipp und Trick wieder. Tipp 3, bis gleich. Und ja, Leute, der Tipp 3 oder Trick 3 befindet sich in einem Stuntrennen oder sowieso in allen Stuntrennen, die diese komischen rot-weißen Linien haben. Und ja, Leute, jetzt zeige ich euch, was das auf sich hat. Ihr kennt ja bestimmt die Höchstgeschwindigkeit von diesem Wagen. Wir gucken uns die kurz mal an. So, also wir beschleunigen jetzt so ganz schnell eigentlich auf 100. Also wir gucken jetzt mal. Ich bin jetzt vom Ziel bis zu dieser komischen Kurve, die da gleich hochgeht, gleich auf 100. Wir werden gleich mal sehen. So. Ja, 112. 112 war meine Höchstgeschwindigkeit. So, 113. So, ja, 113, sage ich mal. Jetzt drehen wir um. Und jetzt fahren wir einfach mal das Rennen auf diesen komischen Huckeln. Jetzt werden alle denken, hä, was soll das denn? Da bin ich doch total langsam. Leute, seht selbst. Ich gebe jetzt Gas und ihr seht schon, ich habe schon 60 km/h. Was ist das denn, ey? Wie mein Wagen abgeht. Ich würde euch empfehlen, ein Auto mit Geländereifen zu nehmen, weil hier oben ist echt sau schwer zu fahren. Seht ihr, wie ihr geboostet werdet? Von der Beschleunigung her. Ich war gerade auf 128 oder so. Ihr könnt nochmal selber gucken und das Video zurückspulen. Ja, guck, habt ihr gesehen? 128, Leute. Und ich muss sagen, das ist ein echt geiler Boost für ein Rennen. Und ja, ich kann euch jetzt nochmal kurz was zeigen. Ich überspringe das Ganze und fahre da ganz schnell mal hin, da vorne. Nachdem ich da angekommen bin, auf dieser Strecke hier runter, war das Höchstgeschwindigkeit mit dem Auto. Also 200 hatte ich. 200. Mal gucken, ob es noch mehr geht, wenn wir das Rennen, also das ist eh mein Lieblingsrennen, das heißt Sturzflug, falls ihr Bock habt, es selber zu zocken. Wir werden das Rennen jetzt auf diesen komischen, gehuckelten Linien fahren und da wollen wir mal schauen, wie schnell wir da drauf werden. Anscheinend geht der Wagen nicht weiter als 180. Ich muss sagen, das ist aber echt wenig.
Also ich finde ihn immer schneller. Merkt ihr nicht, dass er auch immer schneller wird? Anscheinend geht das Tacho nicht weiter als 180. Ich dachte, ich hätte mal mit dem 200. Na gut, aber ja, Leute. Falls euch die drei Tipps und Tricks gefallen haben, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr jetzt noch da seid, schreibt mal Zitrone in die Kommentare. Und falls ihr einen Glitch schon kanntet, schreibt mir mal in die Kommentare, welchen ihr schon kanntet. Und ja, Leute, lasst ein Like da und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.